Hans-Uli Lehmann, drei Fragen, drei Antworten. Wie bist du auf den Namen Riverside gekommen? Das Riverside liegt an der Glatt. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten alles Mögliche für den Namen gehabt. Englisch ist ein bisschen trendy. Und ja, Glatt und der River und Riverside. Wir sind beim River zu. So ist das Riverside entstanden. Da haben wir geschaut, im Internet ist der Name schon besetzt und hat dann irgendwann eine französische Schule schon gehört. Ganz komisch, englischer Name, französische Schule. Und wir haben dann die Domäne können kaufen für ein paar tausend Franken und sie da gehört die uns. Und so sind wir zum Riverside gekommen. Was ist deiner Meinung nach das grösste Problem auf der Welt? Ha! Eine lustige Frage. Ich habe es gerade im neuesten Flusslauf geschrieben. Fake und Fakten. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Man weiss heute nicht mehr, was ist die Wahrheit und was ist gelogen. Und das macht Menschen orientierungslos und zudem dann auch manipulierbar. Das, denke ich, ist eines der grössten Probleme. Natürlich hat man jetzt den Hunger aufzählen und Terror und, und. Das ist alles wohl wahr. Aber das grösste Problem ist, dass Menschen nicht mehr wahrhaftig sind. Du bist EHC Kloten-Präsident. Kannst du Schlittschuhhändeln? Nein, das habe ich schon x-mal gesagt. Das ist nicht das erste Mal, dass mir die Frage gestellt wird. Ich kann nicht Schlittschuhhändeln. Also, ich kann schon, aber ich werde sehr schnell in der Horizontale liegen und nicht mehr auf den Füßen mich bewegen. Ich habe es mal probiert, ein paar Mal, aber Schleifschüdeln ist nicht meine Sache. Aber Sport ist tatsächlich meine Sache. Da mache ich mich EHC Kloten engagiert. Super. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Gern geschehen.